Leute, was geht ab? Euer Boy Ohu ist am Start und er hat eine neue spoilerfreie Review für euch und ihr glaubt es nicht, zu verdammt fucking Jujutsu Kaisen. Wer hätte damit gerechnet, dass ich, der Seinen Elitist 94, der Meister des Elitismus, der Hasser der Shonen, der Vernichter der Ketten und der Brecher der Shonen-Popularität im westlichen Abendland, okay, dass ich eine spoilerfreie Review zu Jujutsu Kaisen machen würde und mir das Werk komplett reinziehe. Nicht nur die 20 erschienenen deutschen Bände, sondern komplett. Ich bin aktuell, ich habe das neueste Kapitel gelesen und ich lese weekly auf Manga Plus umsonst Englisch das nächste Kapitel. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass das jemals passiert. Da könnt ihr euch bei meinem Homie Nick bedanken, der darauf bestanden hat, dass ich dem Ding eine Chance gebe. Und ich habe ja sehr oft gesagt, na Digga, Hell's Paradise und Chainsaw Man hat mir eigentlich gereicht, muss Jujutsu Kaisen jetzt sein. Aber ich wurde einfach breit gelabert und habe dann erst den Anime geschaut und das ist aber eine andere Geschichte, die wir dann in der Review ausführlich besprechen. Bevor es jetzt mit der Review losgeht, wie immer zwei kleine Dinge. Erstens, abonnier den Kanal, du willst doch in Zukunft keine Reviews wie diese hier verpassen. Und zweitens, check meinen Podcast Weepstar mit Ontan aus, Link ist in der Bio. Außerdem check in der Info auch gerne meinen Twitch-Kanal aus, da streame ich regelmäßig und reagiere beispielsweise auf eure Manga-Sammlungen oder wir machen einfach Manga-Talk. Manchmal zocken wir auch, komm einfach vorbei, ist chillig. So, diese Review untergliedern wir wie immer in drei Unterpunkte. Erstens, Veröffentlichung. Welcher Verlag hat es gedroppt? Wie teuer ist es? Wie viele Bände hat es? Wie ist die Seitenqualität? Das hat ihr alles im ersten Unterpunkt. Der zweite Unterpunkt, Zeichnungen, der wird hier bei JJK sehr, sehr spannend, weil ich habe nicht viel Positives zu verlieren, muss ich ehrlich sagen. Also, das Ding hat seine Stärken und da werden wir auch ausführlich drüber reden. Das hat aber auch seine Schwächen und die liegen vor allem im Zeichenbereich, also guckt euch den unbedingt an. Und der dritte Unterpunkt, Story, da erkläre ich spoilerfrei natürlich, worum es eigentlich geht und geht dann nochmal ein Gesamtfazit dazu ab, warum das Werk sich meiner Meinung nach trotzdem lohnt, auch wenn es vielleicht teilweise einfach ein Battle schon ist und teilweise nicht sehr gut gezeichnet und wie man es vielleicht am besten konsumiert. Das erfahrt ihr alles in dem Unterpunkt. Heute gibt es kein Story Auszug, einfach weil das Werk noch nicht beendet ist und weil ich finde, bei JJK ist es so, du willst eigentlich nichts wirklich vorwegnehmen. Dafür erzähle ich in der Story ein bisschen, wie ihr vielleicht am besten ins Werk reinkommt, ohne jetzt irgendwie einen Story-Auszug, wo ich ein bisschen Spoiler zu machen. Unten habt ihr wie immer Timestamps, wir starten jetzt ohne übertriebenes Waffengelaber direkt in die Review und los geht's! So, Leute, die Veröffentlichung von Jujutsu Kaisen. Inzwischen sind in Deutschland 20 Bände draußen und ich glaube, die erscheinen so in 2- bis 3-monatlichen Veröffentlichungsrhythmus. Das heißt, Band 21 sollte im Juli, glaube ich, erscheinen, vielleicht auch August, ich weiß es gerade nicht. Allerdings, was ganz spannend gleich zu Anfang ist, ist, die sind vom Kase Verlag, ne? Und es ist so, dass ihr bei Band 20 beispielsweise schon die Problematik habt, dass Kase ja von Crunchyroll übernommen wurde. Das heißt, wir haben da ein Crunchyroll-Logo auf den Manga, die da erschienen sind. Jetzt fragt ihr euch, warum hast du bei Band 20 immer noch ein Kase-Logo, Uru? Naja, das Gute ist, bei den Erstauflagen dieser neuen Geschichte ist es so, dass nur ein Umschlag mit dem Crunchyroll-Logo um den Manga rum war. Das heißt, ich hatte hier einen Umschlag drum, den konnte ich abmachen, habe ich auch gemacht, hätte ich jetzt gern auf Video gezeigt, aber ich habe ihn sofort weggeschmissen, weil diese Ekligkeit willst du natürlich nicht im Regal, du willst ja nicht hier. Das ist einfach widerlich, diesen Spine zu haben, Kase, 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 Crunchyroll. Das sieht nasty aus und deswegen, keine Sorge, wenn ihr jetzt die Erstauflage der neuen Bände kauft, könnt ihr einfach diesen Umschlag abmachen und habt dann ganz normal das Kase-Logo. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig. So, preislich sind wir hier bei Band 1 noch bei 6,95 pro Manga gewesen, das ist schon krass. Und inzwischen bei Band 20 sind wir bei 8,50. Guck mal, die Inflation, es ist schon wild. Also, wenn man auch bedenkt, ja, okay, die sind schon relativ gleich groß, aber, boah, ist schon krass, ne? Es ist schon, also, wenn man mal bedenkt, man ist Schüler, vielleicht hat man Taschengeld und so, na, preislich krass, wo der Manga-Markt hingeht, aber vielleicht ist das mein eigenes Video wert, wenn ihr wollt. Wie gesagt, 20 Bände aktuell, ist noch nicht abgeschlossen, läuft in Japan noch weiter, ist da gerade bei Volume 24, wenn ich mich nicht täusche. Und ich denke, am Ende wird JJK, wenn es fertig ist, so um die 30 Volumes haben. Das ist so meine Prediction, weil es geht gerade auf den letzten Arc zu. Wenn wir hier durchblättern, sehen wir, dass die Seiten alle relativ nice sind. Also die sind nicht zu dünn. Die Qualität, die passt schon. Wir machen noch einen Geruchstest. Ah, riecht perfekt nach Papier. Und ich muss sagen, ja, ist eine nice Sache. Qualitativ kann man nicht meckern, die Preiserhöhung catcht mich ein bisschen und was ihr noch wissen solltet ist, wenn ihr gar keine Anime-Schauer seid, weil dann könnt ihr auch einfach den Film schauen, braucht ihr noch vor Band 1 Band 0, weil der ist sehr, sehr wichtig. Das ist, man denkt so, das ist einfach nur gefühlt eine Side-Story, aber die ist sehr, sehr wichtig, um spätere JJK-Ereignisse richtig zu verstehen. Also ihr könnt natürlich auch den Film Zero schauen, ich glaube, der heißt auch so, der ist auch sehr, sehr gut und der ist nochmal ausführlicher als der Manga, aber theoretisch wäre das hier noch sehr, sehr wichtig, ist quasi die Vorgeschichte zu JJK. Deswegen auch Band 0, was ich ganz cool finde, weil ein Manga, der mit 0 anfängt, hat man auch nicht alle Tage. Eigentlich ein nicer Move. Aber das bleibt mir noch zu sagen. Ach ja, ist 2018 das erste Mal in Japan rausgekommen. Jetzt gucken wir mal, wann Crunchyroll bzw. Kase das in Deutschland das erste Mal gebracht hat. 2022, kann das sein?
Oder habe ich einfach eine später? Na, die 8. Auflage, ja, die kommt 2022. Nee, das ist wahrscheinlich 2019 oder 20 passiert. Gehe ich mal davon aus, dass sie nicht so lange geschlafen haben. Aber ja, das zur Veröffentlichung. Mehr bleibt mir eigentlich nicht dazu zu sagen. Kommen wir zum Zeichenstil. So, kommen wir zum Zeichenstil. Und das ist natürlich, ich rede gar nicht um den heißen Brei rum. Also, Gege Akutami hat ein sehr cooles Kampfsystem. Das sehr, sehr, aber da kommen wir alles im Story-Ding zu. Der hat einen sehr coolen Shonen da gemacht und als Anime funktioniert das Ganze super. Aber der Zeichenstil ist einfach grottig. Also, es ist nicht so schlimm wie bei Demon Slayer, zum Glück. Aber ich weiß schon, warum Nick gesagt hat, hey, fang nicht mit dem Manga an, guck erstmal den Anime. Der Anime covert übrigens bis Band 7. Also, ihr könnt einfach Staffel 1 des Animes auf Netflix, glaube ich, nee, auf Crunchyroll ist es, glaube ich, schauen. Und dann könnt ihr einfach mit Band 8 einsteigen. Und wenn ich aber diese Gesichter sehe und so, also so hat meine Schwester mit 13 gezeichnet. Was vielleicht für meine Schwester spricht, aber das ist so Skizzen. Guck, also ganz ehrlich. Wir haben natürlich auch hin und wieder mal ein doppelseitiges Banger-Panel drin. Und jetzt habe ich auch mal extra Band 20 hergeholt, um zu gucken, ob der Mangaka sich irgendwie verbessert hat. Und ja, es ist eine leichte Verbesserung zu sehen, das stimmt. Vor allem in den aktuellen Kapiteln auf Manga Plus sind teilweise... Schwanzgesicht. Sind teilweise Panel drin, wo ich mir denke, okay, die sind wirklich, wirklich gut, vor allem die doppelseitigen. Die Bewegung ist gut, die ist gut dargestellt, das Paneling ist ganz cool, aber wie die Charaktere an sich, das ist zum Beispiel ganz cool tatsächlich, aber wie die Charaktere an sich gezeichnet sind, ihr wisst ja, ich hasse dieses Krakelige und dementsprechend, das hier ist zum Beispiel so ein Panel, das ist so eine Doppelseite, wo ich sage, die ist wirklich gut. Die kommt geil rüber. Aber es passiert leider viel zu oft, dass ich Gesichter sehe und mir denke, Digga, also sei mir nicht böse. Das muss nicht sein, ne? Wenn wir hier nochmal vielleicht in den ersten Band gehen. Durchgängig. Klar, man könnte sagen, das ist ein Stilmittel, um Yujis Dummheit darzustellen, aber jeder Charakter sieht irgendwann einfach dämlich aus. Und Ontan und ich haben auch privat so ein paar Witze, wo wir immer sagen, Digga, JJK, da müssen wir manchmal einfach lachen, weil die Gesichter sind einfach viereckig. Also, zeichenstiltechnisch ist das echt nicht der Banger. Man liest JJK, den Manga, nicht wegen des Zeichenstils, sondern weil man vielleicht den Anime geschaut hat und wissen will, wie es weitergeht, weil es wirklich spannend ist. Und die Geschichte ist tatsächlich ganz schön spannend für einen Shonen und hat sehr, sehr viel einige geile Momente, die mich an der Stange gehalten haben, als jemand, der eigentlich keinen Shonen so wirklich enjoyt. Aber das klären wir jetzt im nächsten Unterpunkt Story. Kommen wir dazu. So, ich lese euch jetzt erstmal die Inhaltsangabe vor, dann erkläre ich es mit eigenen Worten und dann sage ich ein paar Dinge, die ihr unbedingt beachten müsst. Oberschüler Yuji ist eher unauffällig, aber hinter seiner unscheinbaren Fassade verbirgt sich eine ungeheure Kraft. Die Sportclubs der Schule träumen davon, dass Yuji bei ihnen Mitglied wird. Doch der hängt lieber mit den Spinnern vom Club für Paranormales ab, damit er mehr Zeit hat, sich um seinen bettlägerigen Opa zu kümmern. Eines Tages bekommen die Mitglieder des Clubs ein versiegeltes, verfluchtes Objekt in die Finger. Als sie das Siegel öffnen, ahnen sie nicht, welchen Horror sie damit heraufbeschwören. Okay, es ist so voll verrückt, weil wenn du aktuell in JJK bist, erinnerst du dich vielleicht gar nicht mehr an den Anfang. Vor allem, ich habe das jetzt in 3 Wochen oder so durchgefetzt. Und ist auch ein Manga, wo ich sagen muss, der lässt sich sehr gut durchfetzen. Also, der lässt sich Binge lesen. In der Zeit, wo ich ein Magi-Band lese, lese ich 3 oder 4 JJK-Bände. Das ist ein Fact. So, Magi ist halt anspruchsvoller, ist ein bisschen politischer. Und JJK ist einfach so gute Kost nebenbei. Jetzt die Sache. Ich finde, das ist gar nicht ausschlaggebend für das, wofür JJK steht. Nicht mal die erste Staffel des Anime ist das so wirklich. Die erste Staffel des Anime covert, wie schon gesagt, bis Band 7. Ab Band 8 lest ihr dann weiter. Und ich finde, ab Band 8 fängt der Manga auch erst an, wirklich, wirklich gut zu werden. Beziehungsweise, mich hat er gehuckt mit dem Film zu Band 0. Ne? Den könnt ihr einfach nach der ersten Staffel des Anime schauen. Dann geht ihr perfekt in Band 8 rein. Und damit hat es mich wirklich gehuckt. Da hat JJK tiefe Momente gezeigt. Da hat es Momente gezeigt, wo ich dachte, boah, das ist echt traurig. Und das, was ich auch von Shonen, wie beispielsweise Naruto oder One Piece oder so mag, hat JJK hier dann bewiesen. So Momente, wo man sich einfach, wo man mit Charakteren mitfühlt, wo man sich denkt, krass. Und ein großer Kritikpunkt ist für mich aber der Boy hier, Yuta heißt der, ist der Hauptcharakter in JJK, also in JJK Zero, nicht in JJK generell, da ist es Yuji, ne? Und das war die Ursprungsfassung, so wie ich das verstanden habe, von JJK. Das wurde von Gege Akutami eingereicht, es wurde dann aber abgeändert auf Yuji und die Story wurde ein bisschen adjusted. Und ich glaube, das ganze Werk hätte davon profitiert, wäre Yuta der Protagonist gewesen. Das wäre um einiges besser für den ganzen Manga an sich gewesen, meiner Meinung nach. Weil der bringt mehr Ernsthaftigkeit rein, der ist deeper, der hat eine so krasse Geschichte hinter sich. Also der ist wirklich, wo ich mir denke, Bro, aber auch hier wieder das Cover, ne? Also die Hände sind so kritz. Ich mag diesen Stil einfach nicht. Aber egal, darum geht's jetzt nicht. Wir sind hier bei Story. Der hat wirklich eine tiefe Story und der hat mir wirklich gefallen. Der Film war auch sehr, sehr gut. Hat mir viel besser gefallen als der ganze Anime. Aber ist halt wichtig, den erstmal den Anime zu schauen, einfach damit man ein bisschen Relation dazu kriegt. Oder vielleicht einfach
diesen Manga-Band zu lesen, ne? Funktioniert auf jeden Fall super. Das ist mein Kritikpunkt. Ich finde Yuji als Hauptcharakter einfach, der ist nicht so geil. Im Prinzip ist er wie Naruto und ich mag Naruto auch nicht als Hauptcharakter. Ich mag nur, Yuji ist dann besessen im Laufe des ersten Bandes schon von einem Dämon, ähnlich dem Kyuubi. Das ist Sukuna, das ist quasi der krasseste Oberteufel, ne? Und der hat ihn dann von innen raus besessen und redet dann immer mit ihm. Hat dann so einen Mund auf seinem Körper und kann seinen Körper auch übernehmen und dann kriegt Yuji quasi die Kraft von diesem Oberdämon Sukuna, indem er die Finger isst, die von Sukuna irgendwann mal in seinen Dämonenkörper gehabt worden sind und dadurch werden in Yuji quasi die Kräfte von Sukuna geweckt. Das ist ein bisschen wie Kyuubi, aber viel cooler, weil Sukuna irgendwie ein nicerer Charakter ist als Kyuubi aus Naruto. Das heißt, das lasse ich dem. Yuji an sich, würde ich sagen, ist genauso ein wacker Charakter wie Naruto, aber Sukuna ist viel cooler als Kyuubi. Falls jemand den Manga schon kennt oder den Anime, der weiß, wovon ich spreche, falls nicht, geht in die Richtung, ne? Dann haben wir natürlich noch dieses klassische Dreierteam am Anfang von Yuji, Megumi und ich habe vergessen, wie sie heißt, ich glaube Nobara. Das erinnert auch sehr stark an die Big Three. Also man hat da sehr klaren Einfluss teilweise gemerkt, aber selbst Naruto hat diese Sachen ja nicht zuerst gemacht oder Bleach teilweise. Long story short, was ich auch noch kritisieren muss, ist, dass Gege Akutami ein sehr, sehr kompliziertes Kampfsystem gemacht hat. Und man könnte jetzt sagen, ist doch geil, nicht so stumpf, aber es ist zu kompliziert. Es ist so kompliziert, dass er selbst nicht checkt. Er sagt selbst in Band 8 oder so, oder Band 9, hat er auch so eine Fragerunde reingebaut und hat er selbst gesagt, ich habe einige Fehler gemacht, ich check selbst nicht, was ich da gemacht habe. Und da musst du wirklich ein bisschen Quantenphysik studiert haben, um das JJK-Kampfsystem zu verstehen. Deswegen versuch einfach nicht, es zu verstehen. Enjoy das als normalen, gechillten Shonen und dann hast du richtig geile Fights mit coolen Plot-Twists und du willst am Ende einfach wissen, worauf es hinausläuft und was der finale Clash ist. Und das schafft es sehr gut. Also das Pacing ist absurd gut, ist sehr schnell, es passiert eigentlich immer was Cooles. Und vor allem ab hier mit diesem Band hast du dann Charaktere, wo du auch emotional relaten kannst. Also, mein Fazit, ist JJK der beste Shonen, den ich je gelesen habe? Nein. Ich weiß nicht, ob es in die Top 5 kommt, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, wahrscheinlich in die Top 5 wird es kommen, weil ich habe nicht so viel Shonen gelesen. Ich müsste mal eine Top 5 Shonen-Liste machen. Aber es hat mir wirklich sehr gefallen. Das Kampfsystem ist super, super, wenn man Bock hat, sich da reinzufinden, komplex. Ich habe es nicht so gefeiert, dass ich mich so viel da reindenken musste, weil ich dachte mir, ja gut, ich kann meine Gehirnzellen anstrengen, aber will ich das für ein Kampfsystem tun? Nein, ich bin alt, ich bin schon fast 105 Jahre alt und da möchte ich halt vielleicht lieber über den Sinn des Lebens nachdenken, als darüber, wie eine Sphärenentfaltung funktioniert. Aber alles in allem, die Charaktere werden auch super nice. Also ich finde, der Manga fängt erst ab Band 8 so richtig an geil zu werden, deswegen wird der Anime in der zweiten Season, die dann ab Band 8 covert, wirklich zerreißen. Shibuya Incident, das ist der Arc, der dann kurz danach anfängt, ist auch für viele der beste. Ich finde tatsächlich, die letzten 10, 11 aktuellen Kapitel im Manga, die man auf Manga Plus jetzt aktuell lesen kann, die sind wirklich Banger, also da glänzt der Manga richtig. Ich freue mich wirklich jede Woche, den zu lesen und das ist einfach das. Ich glaube, JJK ist auch so ein Werk, das einfach davon glänzt, es weekly zu lesen. Deswegen, jetzt schnell die aktuellen Bände lesen, damit man einfach weekly enjoyen kann. Das ist mein Tipp zum Ende. So, wenn dir diese Review gefallen hat, lass mir doch super gerne ein Like und einen Kommentar da. Das unterstützt den Kanal enorm. Empfiehl's auch gerne deinen Freunden, die vielleicht JJK noch nicht gelesen haben oder gelesen haben und Fans sind. Und zeig ihnen mal die Meinung von einem sanen Elitisten. Und lass mich gerne wissen, was ich als nächstes lesen soll, was du als nächstes gerne auf dem Kanal sehen würdest. Mach's auch gerne wie die Leute, die hier vorbeilaufen und mit 4,99 monatlich den Kanal unterstützen und dadurch jedes Video wie dieses 24 Stunden eher kriegen. Mindestens. Und exklusive Videos. Gerade kam zum Beispiel eins von meiner Nintendo-Sammlung online, nur für Kanalmitglieder. Check's aus, wir sehen uns. Ciao.